Antwortmöglichkeiten auf die Frage, wo geht es denn hier zum Bahnhof? Ein Sozialpädagoge antwortet, ich weiß nicht, aber es ist gut, dass wir darüber reden können. Ein Sozialarbeiter sagt, keine Ahnung, aber ich fahre Sie schnell hin. Ein Gesprächstherapeut, Sie möchten wissen, wo der Bahnhof ist? Ein Tiefenpsychologe, Sie wollen verreisen? Ein Psychoanalytiker antwortet auf die Frage, wo geht es denn hier zum Bahnhof? Sie meinen dieses lange, dunkle Gebäude, wo die Züge rein und raus fahren? Ein Verhaltenstherapeut antwortet, heben Sie den rechten Fuß, schieben Sie ihn vor, setzen Sie ihn jetzt auf. Sehr gut. Hier haben Sie einen Bonbon. Ein Gestalttherapeut antwortet, du, lass das voll zu, dass du zum Bahnhof gehst. Ein Bioenergetiker sagt, machen Sie mal tsch, tsch, tsch. Ein humanistischer Psychotherapeut antwortet, wenn du da wirklich hin willst, dann wirst du den Weg auch finden. Ein Kurzzeittherapeut sagt, soll ich Ihnen diese Frage jetzt vordringlich beantworten helfen? Ein integrativer Therapeut, was empfindest du dabei, wenn du gerade mir jetzt diese Frage stellst? Spür mal genau hin, was macht das mit dir? Woran erinnert dich das? Und ein Qualitätsmanagementberater sagt, also, Ihr Ziel ist der Bahnhof. Was könnten Sie also dafür tun, damit Sie den Prozess der Zielerreichung und der Nutzung Ihrer Ressourcen und Einbeziehung aller innerer unterschiedlicher Stimmen nach Zielüberprüfung und möglicher Korrektur in Anpassung auf die äußeren Bedingungen des Marktes und der Kundenorientierung möglichst schnell erreichen? Bilden Sie eine Arbeitsgruppe und führen Sie ein Brainstorming durch. Wir treffen uns hier wieder in einer Stunde. So einfach ist das mit dem Weg zum Bahnhof.